So, weiter geht's. Nee, nicht weiter geht's, sondern erstmal kurz Pause. Einen Moment. Einen Moment. Das ist mal kurz Päuschen angesagt. Kurz Zigarette stoppen und dann bin ich sofort für euch da. Ach, das ist hier. So. Wir haben es jetzt 15.07 Uhr. Ich habe heute relativ spät angefangen, weil ich gehofft hatte, dass heute die Sägeblätter kommen, weil es stand, es sollte heute oder morgen kommen. Und ich hatte, wie gesagt, gehofft, dass die Sägeblätter heute kommen. Und die sind heute gekommen, relativ spät. Also irgendwann nach dem Mittag, so gegen 1. So was die Drehe zwischen 1 und 2, glaube ich. Und deswegen habe ich heute relativ spät angefangen. Ja, relativ spät angefangen. Was kann ich zu dem Sägeblatt bis jetzt sagen? Also ich finde, man kommt sehr schnell durch das Holz durch hier. Das ist ja nur 3 mm Sperrholz. Das geht ja da durch wie Butter. Vor allem, wenn die richtig scharf sind, diese Sägeblätter. Es reißt hinten nichts aus. Außer an manchen Stellen, wo es wirklich heikel ist. So wie hier. An der Spitze. Hinten, aber das fällt nicht weiter auf, es wird ja später noch geschliffen. Man hat hier solche, ja, so ein Grat, der hoch steht, aber das, wie gesagt, das wird ja eh weggeschliffen. Ansonsten, man kann wirklich mit sehr, sehr wenig Druck arbeiten. Also ihr müsst mit so einem Sägeblatt mit relativ wenig Druck arbeiten. Größe 5, finde ich, ist optimal. Funktioniert super. Bei Größe, ich hatte ja vorher immer Größe 3 von diesem einen Sägeblatt, aber da habe ich mich ein bisschen schwer mit getan. Das ist jetzt optimal, also Größe 5 und ich finde, die sind wirklich rattenscharf, diese Sägeblätter. Also da geht das. Ich muss mal kurz hier, das ist auch noch scharf. Das ist wirklich, muss man gerade gucken. Ja. Ist wirklich ein saugeiles Sägeblatt. Also, das hatte ich gehofft. Es wird ja immer viel beworben und es wird immer viel erzählt und jeder hat einen anderen Eindruck. Und aber wenn man mal ein paar Profis schaut auf YouTube, eigentlich bin ich auf diese Sägeblätter durch einen YouTube-Kanal gekommen. Komme jetzt gerade. Feines aus Wuppertal nennt sich das. Schaut da gerne mal rein, wenn euch solche Laubsägearbeiten interessieren. Das ist ein Holzkünstler, so wie ich mitgekriegt habe. Das ist ein Holzkünstler, nennt sich Arno Schögel oder so ähnlich. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, sorry, wenn ich mich an dieser Stelle verspreche. Aber Feines aus Wuppertal, durch ihn bin ich eigentlich auf diese Sägeblätter gekommen. Er arbeitet viel mit diesen. Wahrscheinlich überwiegend, hat auch die dementsprechende Säge dazu, die Pegas, richtig geiles Teil, aber für ihn lohnt sich so eine Säge, weil er halt das beruflich macht, das ist, ne, seine Arbeit. Und wenn du viel mit einer Maschine arbeitest, diese teuren Dekupiersägen, die sind halt auf Dauerbetrieb ausgelegt.
Die hier, da musst du wirklich mal eine Pause dazwischen machen. Die sind eigentlich nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt. Da ist einfach, der Motor hat nicht das, was er hergeben soll, um wirklich, keine Ahnung, wie viele Stunden am Tag zu sägen, 10 Stunden oder so, keine Ahnung. Also, das sind schon Maschinen, das sind halt Profimaschinen, ne? Die er betreibt. Er hat die Hegener Multicut in verschiedenen Größen. Er hat die Pegas Dekubiersäge. Aber ich finde, und das ist das, was ich jetzt eben in dieser kurzen Zeit, wo ich mit diesem Sägeblattsäge die Erfahrung gemacht habe, man muss wirklich schauen, man muss Sägeblätter testen, also mal durchtesten, was es so gibt an namhaften Herstellern, da auch wirklich keinen Billigschrott kaufen, weil, naja, das Projekt steht und fällt halt mit dem richtigen Werkzeug. In dem Falle ist das Essentielle halt das Sägeblatt, ist logisch, ne? Das ist wie beim Kochen, wenn ihr stumpfe Messer habt, könnt ihr vergessen. Oder, was weiß ich, ihr könnt auch nicht mit dem Trabi mit 180 über die Autobahn fahren, ohne dass er euch irgendwann um die Ohren fliegt. Jetzt mal als dummes Beispiel, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und deswegen, es ist wie beim Angeln, wenn ihr scheiß Haken habt, stumpfe Billighaken, dann ist es halt nicht im Sinne des Erfinders. Also es muss schon vernünftig passen, ne? Die Maschine ist das eine Teil, aber die Sägeblätter sind das Allerwichtigste. Wenn ihr einen guten Schnitt haben wollt, ein Sägeblatt, was eine hohe Qualität verspricht, dann sollte man lieber den ein oder anderen Euro mehr ausgeben. Meinst du, so teuer sind die ja nun auch nicht gewesen, ne? Wie gesagt, das sind 12 Stück drin. Das hat jetzt gekostet 3,60 Euro. Mein Gott. Wenn ihr die Maschine richtig einstellt, dass die Spannung genau stimmt, dass ihr nicht zu viel und nicht zu wenig Spannung auf der Maschine habt, das kriegt man irgendwann raus. Also so habe ich meine Spannung. So ist meiner Meinung nach eigentlich gut eingestellt, die Spannung. Die haben 3,60 gekostet. Dann diese Typhoon. Das sind ja die hier. Die Typhoon, die haben gekostet 2,95 und die anderen, die Elfe, das sind die, die ihr einspannen könnt, wie ihr wollt, das ist egal bei denen, die haben gekostet 3,75. So, Versand hat gekostet 1,99, das wurde in so einer Brieftasche ein bisschen gepolstert. Dann haben sie extra noch ein bisschen stärkere Pappe mit reingelegt, damit es halt geschützt ist, damit es nicht knickt. Auch wieder bestellt bei AC Holzkunst. Ich zeige euch das mal. Moment. Die haben eine eigene Website, die haben aber auch einen Shop auf eBay. Ich bestelle es halt bei eBay. Ne? Da muss ich mich nicht ständig irgendwo registrieren. Viele Händler haben ja über eBay einen Shop und ja. Wie gesagt, mit den Pegas bin ich jetzt wirklich zufrieden. Also da werde ich mir auch mal verschiedene Blätter holen von denen. Und ist bis jetzt mein Favorit. Definitiv. Ich habe ja jetzt schon verschiedene Sägeblätter ausprobiert. Ich habe die Sägeblätter probiert, die bei der Maschine dabei waren. Finde ich für das Birkensperrholz ein bisschen zu fein, weil Birkensperrholz halt sehr hart ist und wenn ihr dann so Sägeblättergröße 1, 2, 3 habt, dann ist das wirklich, es geht. Also Größe 1, Größe 3 geht gerade so, finde ich. Und Größe 4, weiß ich nicht, habe ich noch nicht probiert, muss ich noch mal testen. Aber jetzt hier Größe 5 von Pegas. Und zwar, ich sag's noch mal, Pegas Laubsägeblätter Skip Weitzahn gerade. Für Holz, Plastik, Plexiglas könnt ihr bestimmt auch damit schneiden.
Da würde ich aber feineres Sägeblatt wahrscheinlich nehmen. Müsste man mal testen. Ja, 130 mm sind die lang. Universallaubsägeblatt. Da gibt es von Pegas, gibt so viele verschiedene, ja, so viele verschiedene Sägeblätter. Das muss man einfach mal testen. Und jedes Sägeblatt ist halt für jeden Anwendungsding, je nachdem, was ihr für ein Projekt macht, was ihr für Material nutzt, wie dick das ist, welche Beschaffenheit das hat, also welche Holzart, zum Beispiel habt ihr ein Weichholz oder eher ein Hartholz. So, und danach richtet sich halt auch das Sägeblatt. Deswegen kann man auch nicht wirklich sagen, das und das ist das richtige Sägeblatt. Man muss es wirklich austesten, ne? Das ist wie bei anderen Sachen auch. Ich vergleiche das mit den Angeln. Klar gibt es so Allround-Ruten, wo man alles mitmachen kann, so Allround-Angelruten, ne? Aber wenn ihr jetzt speziell was wollt, zum Beispiel fürs Dropshotten, dann ist eine Dropshot, es gibt spezielle Dropshot-Ruten, die sind halt besser geeignet für so eine Angelei. Das sind halt wieder so spezielle Sachen, ne? Im Hobby, und danach richtet sich halt auch, ja, was ihr macht, danach richtet sich halt das Sägeblatt. Sag ich mal so dazu. Bin jetzt kein Profi, aber, ne, aber das ist so das, was ich so sagen würde. Erklärt sich ja eigentlich von selbst. Das ist, ja. Dann werde ich das Sägeblatt jetzt damit so lange sägen, bis es irgendwann halt nicht mehr schneidet. Und dann werde ich mal das nächste Sägeblatt testen von einer anderen. Zum Beispiel werde ich dann, welches waren das eigentlich für Hartholz gewesen? Muss ich mal drauf schauen. Welches waren das gewesen? War das das Taifun? Irgendwo stand das doch. Irgendwo stand das drauf. Mit Hartholz. In der Beschreibung steht es auf jeden Fall drinnen von den Sägeblättern. Ich glaube, das waren diese Taifun. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Eins davon ist speziell für Harthölzer, härtere Hölzer gedacht. Ja. Weiß ich jetzt gerade nicht, ist auch wurscht. Ja, Pegas, das ist wohl irgendwie eine französische Marke, wenn. Nee, Quatsch, hier, Swiss. Ist es Swiss? Ja. Manufactured in Switzerland bei Miniaturs oder so ähnlich, kann ja keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein Sägeblatt aus der Schweiz. Schweizer Qualität soll ja mal gut sein, ne? Ja. Das sind auf jeden Fall sehr gute Sägeblätter. Also ich komme mit dem super zurecht. Geht wie durch Butter. Gut, ja. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal die Hälfte von diesem ausgesägt. Bis hierhin bin ich gekommen. Den Rest werde ich jetzt noch fertig machen. Ich denke mal, da bin ich noch ein Stündchen oder so dabei. Und ja, geht's erstmal weiter. So, dann rutsche ich mir mal in mein Schienchen wieder hier hin, wo ich es brauche. Richte euch kurz aus. Einen Moment. So, weiter geht's.
Ja, was ihr bei dem Sägeblatt auch gut hinkriegt, ist, dass man sehr schnell das Werkstück drehen kann. Das finde ich auch ganz cool gemacht. Also das finde ich auch ganz cool, dass man das so gut kann oder dass ich das so gut hinkriege. Manchmal ist es noch ein bisschen Übungssache. Da ist es nämlich wieder schwierig. Ja. So. Thank you.
Ups.
So. Gut, ich meine, das ist ein dünnsten hier. Wie mache ich das jetzt am dünnsten? Am besten so rum. Gut, wieder ein Stückchen. Thank you.
Gut. So, hier oben noch. Ah, die sind gut, die Sägeblätter. Hm, die sind von Pegas. So. Also. Jo, die Nachbarn machen mit. Ja, die machen wahrscheinlich, wenn wir. Ja, ja, wahrscheinlich, ne? So, das letzte Stückchen. So, das müsste es gewesen sein. Ja. Das war der Außenschnitt. Den Innenschnitt, den mache ich dann später. Für heute mache ich erstmal Feierabend. Heute erstmal Feierabend, aber was mir gerade einfällt, ich hatte ja das letzte Mal ein paar Sachen vergessen.
ich mal gucken, wo das war. Wo waren die gewesen? Hier war eins, genau. So. Hier mit dieser Klappe, das nervt, weil die nicht richtig plan ist. Das ist ein total beschissenes Teil. Da hat man immer hier oben noch eine leichte Kante. Wenn ihr solche kleinen Sachen sägt, dann kann das schon mal manchmal hier so stören beim Runterdrücken. Also das ist hier nicht gut verarbeitet. Hier vorne geht's, hier auch, aber hier hinten ein Scheißteil, da muss man mal gucken, wo das am besten drin sitzt, in welcher Stellung. Und selbst da hat man hier immer eine Kante. Also das ist nicht genau gepasst. Da muss ich mal sehen, Armin sagte da gestern, ja, mach dir doch was aus Holz und ja, vielleicht muss ich mal gucken, dass ich mir so eine Scheibe baue, wo auch hier vielleicht nur 2 mm Schlitz ist. Also dass der Schlitz nicht so breit ist, sondern ja, vielleicht gerade mal ein bisschen, vielleicht die dreifache oder vierfache Stärke von so einem Sägeblatt. Das würde vollkommen ausreichen. Weil schwenken oder so durch den Tisch eh nicht. Das ist Quatsch. Das brauche ich nicht. Das ist total blöd gemacht. Naja, das ist halt bei den günstigen Maschinen, ne? Fast immer was nicht. So, das hätte ich. War da noch irgend so ein Teil? Bin mir gerade gar nicht sicher. Naja, ich glaube nicht. War, glaube ich, nur das eine gewesen. Ach, hier ist noch was, seht ihr?
ein, keine Angst, ich säge mir nicht ins Fingerchen. Ihr wartet immer nur drauf, dass ich mir in den Finger säge. Das sieht immer hier schlimmer aus, wie es ist, wenn man so nah an der, am Sägeblatt arbeitet. Wenn man aufpasst, dann geht's klar. Passieren kann immer was. Braucht man nicht drüber reden. Aber wenn man ein bisschen aufpasst, sich drauf konzentriert, dann geht das schon. Ich will mal was versuchen. Feierabend. Gut. Wo ist der Pinsel? Mr. Pinsel, wo bist du? Ja. So, Spannung rausnehmen.
Gut. Kleinteile. Unbedingt eine Staubmaske holen. Da komme ich nicht drum rum. Wenn ich dauerhaft hier mit arbeite, ist das gar nicht mal so ohne, was hier an Feinstaub steht an der Säge. Also das ist schon ordentlich und das atmet ihr alles ein, den ganzen Mist. Und das ist dann auch nicht so gut für die Lunge. Es reicht schon, dass man raucht, Zigaretten und so einen Scheiß. Und dann noch hier den ganzen Feinstaub einatmen. Das ist schon nicht ohne. Gut. Und sonst ist das mal gewesen sein. So, Stecker raus. Einen Moment. Gut. Gleich ein bisschen zusammenkehren. Jetzt mal hier gucken. So. Einmal. Mach mal kurz auf Pause. So, Leute. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich zeige euch nochmal, was ich heute geschafft habe. Diesen Ausschnitt. Morgen kommt dann innen. Und zum Schluss mache ich dann diese ganzen feinen Sachen. Da habe ich ja noch die andere Blende. Da muss auch noch der Innenausschnitt gemacht werden. Ja, ansonsten einen Moment. Ich will mir hier mal kurz eine Kippe stopfen. Gerade noch ein bisschen sauber gemacht, zusammengekehrt, Tisch abgewischt und all sowas halt. Ne? Maschine ein bisschen gereinigt. Erstmal halt grob. Ne? Wenn ich dann irgendwann mit dem Schwibbogen fertig bin, dann sauge ich die mal richtig ab. Damit die dann ein bisschen, ja, halt sauber ist. Ne? Ja. Wie gesagt, ich bin zufrieden mit den Sägeblättern, mit den Pegas. Größe 5, funktioniert super. Hätte ich so nicht erwartet, dass die wirklich so gut schneiden. Vorher hatte ich nicht so wirklich richtig Spaß mit der Maschine, aber jetzt mit dem Sägeblatt, also wirklich, wirklich gut. Mal schauen, wie lange das Sägeblatt durchhält. Da bin ich mal gespannt. Vor allem
bin ich dann mal gespannt, wenn ich dann irgendwann den Sockel baue für diesen Schwibbogen, wie das dann mit dem 4 mm Sperrholz funktioniert, wie es sich dann sägt. Das ist ja ein Millimeter, ist ja doch ganz schön viel, wenn man in solchen Dimensionen sägt, in so kleinen Dimensionen, also auch sowohl von den Innenausschnitten als auch so generell. Also Millimeter klingt jetzt nicht viel, aber ein Millimeter ist wirklich viel. Ne? Und ja, also wie gesagt, ich bin zufrieden mit dem Sägeblatt, absolut. Wenn man es auf ganz kleiner Stufe laufen lässt, finde ich, sägt sich nicht so schön, als wie wenn ich so ein bisschen über die Hälfte von der Hubzahl. Was wird denn das sein? Keine Ahnung. Um die 1000 Hübe oder so. Keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Aber auf jeden Fall, wenn man es ein bisschen schneller laufen lässt, finde ich, sägt sich schöner. Da kann ich genauer sägen, als wie wenn das nur so ganz langsam geht. Da komme ich wirklich besser mit zurecht. Und ja, was ich dann morgen auch mal probiere, werde ich mal hier versuchen zu sägen, wie sich dadurch sägen lässt. Das ist ja hier Bambus. Bambus ist ja relativ hartes. Ja, Holz ist es ja nicht wirklich. Bambus ist ja nicht wirklich ein Holz, wenn du es genau nimmst. Eigentlich ist es ja eine Grasart. Bambus ist ja eine Grasart. Zählt zwar zu den Hölzern, aber eigentlich, wenn man es genau betrachtet, ist Bambus eigentlich gar kein Holz. Das ist so ein Mischding irgendwie, keine Ahnung. Ja. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, mehr als zufrieden. War definitiv kein Fehlkauf mit diesen Sägeblättern. Also, ich habe jetzt noch nicht die ultra krasse Erfahrung damit, ne? Nur das, was ich bis jetzt gesägt habe. Aber da, wenn mich jemand fragt, ja, welches Sägeblatt würdest du jetzt empfehlen? Ich würde Pegas. Die Pegas sind wirklich gut. Also schön scharf. Muss man mal im Langzeittest sehen, ne? Wie lange so ein Blatt halt aushält. Wie hoch die Standzeit dann im Endeffekt ist. Kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, was sägt ihr für ein Holz und. Ne? Wie beansprucht ihr das Sägeblatt? Aber es läuft relativ gerade. Und was ich mit dem machen kann, konnte ich mit dem anderen nicht. Bei dem anderen war es so, wenn das Sägeblatt ist und ich habe das Werkstück gedreht, dann ist das immer so ruckweise mit nachgelaufen. Und bei dem Sägeblatt ist es so, da kann ich wirklich richtig schnell drehen und das Sägeblatt tut sich nicht irgendwie verdrehen. Also das finde ich wirklich gut. Ich weiß nun nicht, ob es an dem Sägeblatt, an dem Material liegt oder an der Zahnung, weil es eine gröbere Zahnung ist, dass es dadurch sich schneller mitarbeiten lässt. Das weiß ich nicht. Da habe ich keine Erfahrung, da bin ich raus, das weiß ich nicht, das kann ich euch nicht sagen. Fakt ist, ich kann mit dem Sägeblatt viel effizienter auch, also wenn du gut in Übung bist, wenn du gut bist mit der Dekupiersäge, kann man, glaube ich, mit dem Sägeblatt richtig effizient arbeiten. Das glaube ich schon. Ja. Und so entsteht Tag für Tag immer ein Stückchen. Und habe auch gestern mal immer mal wieder ein Teil geschnappt, wie das hier. Das habe ich gestern geschliffen, habe die Oberfläche schön fein geschliffen, schön mit feinem Schmirgelpapier. So ganz feines Schmirgelpapier, ich weiß gar nicht, welches das ist. 600er, genau. Könnte ich jetzt noch feiner schleifen, aber das tut nicht Not. Hauptsache, die Kanten sind gebrochen, es sind keine scharfen Kanten dran. Und ja, schön geschliffen. Sieht man auch, ne, an der Oberfläche definitiv, ob was geschliffen ist oder nicht. Und es ist wirklich schön glatt. Klar könnte ich jetzt noch mit einem 1000er Schleifpapier drüber, aber dann wird das mir zu glatt.
Also zu glatt möchte ich es dann auch nicht haben. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich die, es sind ja drei Blenden, wenn ihr den im Querschnitt habt, ne? Wenn ihr den, normal guckt ihr ja so drauf, so sind diese Blenden. So, wenn ihr den aber im Querschnitt seht, sind es ja 1, 2, 3. Also hier ist die Mittelblende, dann hinten und vorne. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich die mittlere Blende mit einer Beize mache. Dass ich das, also keine extrem dunkle Beize, so, ja, eine bräunliche Beize, das würde, glaube ich, dem Schwibbogen ganz gut aussehen. Muss ich mal gucken, wie ich es mache. Hat man ja auch manchmal bei Schwibbögen, dass zum Beispiel, wenn so ein 3D-Schwibbogen, das ist ja so ein 3D-Schwibbogen, dass zum Beispiel gewisse Sachen dann gebeizt sind oder so. Das sieht bestimmt nicht schlecht aus. Muss ich mir nochmal überlegen, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Ich meine, wenn ich mir so eine kleine Dose Beize hole, da kommst du ja ewig hin mit dem Zeug. Ein Schwämmchen nehmen, drüber, dann vielleicht nochmal drüber schleifen und dann nochmal beizen. Muss ich mal gucken, wie ich es mache. Gut, dann würde ich sagen, soll es das für das Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, gerne einen Daumen nach oben. Ein Abo wäre nicht schlecht. Würde ich mich riesig drüber freuen. Und ja, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Teile das jetzt im Endeffekt werden. Ich weiß, es sind sehr viele Videos. Aber ich wollte ja, und das hatte ich auch angekündigt, ich wollte euch halt zeigen, wie ich den Schwibbogen, wie der von Anfang an bis zum Ende halt entsteht. Und das wollte ich halt nicht in einem Video. Ich wollte schon länger mal so ein Projekt machen und das dann ausführlich zeigen, weil so in der Art, ja, so ausführlich wie ich es mache, wo ich wirklich nebenher die Kamera laufen lasse, wo ich alles zeige, ohne irgendwelche Schnitte dazwischen zu setzen. Diese Schnitte, die ihr seht, diese Cuts, das sind eigentlich nur Cuts, weil ich nehme eine Stunde auf, dann beende ich das Video, kann auch mal eine Stunde 15 sein oder so, aber immer so um eine Stunde Videos nehme ich auf und die schneide ich dann im Schnittprogramm zurecht, beziehungsweise passt da eigentlich nur den Ton an, also die Lautstärke ziehe ich hoch und das war es eigentlich, tu eine Ein- und Ausblendung draufsetzen, das seht ihr ja dann auch, ne, wenn es kurz dunkel wird und der nächste Take fängt an, so, das ist bei mir eigentlich Videoschnitt, ich mache da nicht viel und ich habe da auch keine Lust drauf, viel Videoschnitt zu machen, bin ich ganz ehrlich, bin ich auch nicht gut drinne. Und aber was ich damit sagen wollte, ich weiß, es sind sehr viele Videos bis jetzt. Es werden auch noch sehr viele Videos folgen. Aber ich habe auf YouTube auch noch nicht gesehen, dass jemand das so macht. Und selbst wenn, ist mir eigentlich egal. Wenn sich's Leute angucken, ich weiß, das ist nicht jedem sein Fall. Manche finden es vielleicht nicht gut, was ich mache, manche finden es zu viel, manche finden es okay, das ist halt aber auch vollkommen okay. Also, wie gesagt, das ist halt so meine Art, ne? Und ich mache das ja in erster Linie überhaupt erstmal für mich. Wenn sich das natürlich Leute anschauen und es gut finden und mir halt einen Daumen nach oben geben und mir damit zeigen, dass es denen gefällt oder dass es euch gefällt, dann freue ich mich natürlich drüber, aber wie gesagt, in erster Linie mache ich es für mich und so als Videotagebuch, ne, um zu gucken auch, wenn ich jetzt mal länger was mache, wie ich mich dann verändere, ob ich was besser mache, ob ich besser werde in dem Ganzen. Dafür mache ich das eigentlich und wenn sich Leute angucken, ist es schön. Wenn nicht, dann ja, ist es dann halt auch so, ne? Da geht für mich jetzt auch nicht die Welt unter. Genau. Alles klar.
dann würde ich sagen, ich bin für heute raus und ja, wir sehen uns dann in den weiteren kommenden Teilen. Alles klar, bye bye. Und tschüss.